auf dem Meer. Jede Bewegung ist ein Ringen mit den Wellen, ein sich behaupten gegen die Kraft des Wassers. Die Bühne ist zu einem Meer geworden. So hat es sich der Choreograf Helge Letonia gedacht. Choreografisch ist es so, dass ich sagen würde, es geht einerseits um diese körperlichen Qualitäten, also die Frage von, wenn man dem Wasser ausgesetzt ist, von Furcht, dem Kampf darin, aber auch nochmal die Frage von Auflösung. Was ist, wenn Körper sich im Wasser wirklich auflösen? Dann werden Tänzer und Wasser eins. Das Meer in mir, la mer en moi. So lautet der Titel des deutsch-französischen Stücks, das von der Flucht übers Mittelmeer erzählt, aber nicht in einer zusammenhängenden Geschichte. Für mich ist es wichtig, in dem Stück nicht eine Realität abbilden zu wollen. Ich glaube, dass man das auch nicht kann. Dazu sind diese Geschichten viel zu schrecklich. Aber es geht darum, eine Empfindsamkeit zu erzeugen. Was hier auf der Bühne passiert, berührt und wühlt auf. Die Tänzer Medun Sek und Kossi Aolo Wokawi, beide haben keine Fluchterfahrung, geben sich dem Kampf mit dem Wasser vollkommen hin. Wasser ist das erste Element also in der ganzen Welt. Also für mich also Wasser ist wie Mutter. Wasser ist wie Blut. Wasser ist wie Wasser, wir trinken. Wasser, für mich, Wasser ist viel bedeutet, ist alles für mich. Doch eines Morgens war dein Bett leer. Wie so oft, dachte ich. Du kommst sicherlich wieder. Hier und da begleiten Texte die Tanzszenen. Ein fiktives Zwiegespräch zwischen denen, die geflohen und denen, die geblieben sind. Geschrieben von der Bremer Künstlerin Ella Fischer. In diesen kargen Wänden. Das war halt so das, was mich an der Idee bei La Mer en Moi mitzumachen so gepackt hat. Weil ich dachte, wo entsteht die Magie, wenn der Tanz auf das Wort trifft? Und wie können sie einander einwickeln? Wie tragen wir sie gemeinsam übers Meer? Das Sterben auf dem Mittelmeer geht weiter, Tag für Tag. Und so ist das Meer in mir auch ein Stück gegen das Vergessen und Verdrängen. Ich glaube, dass der Tanz das kann, diese Körperlichkeit, diese Emotionen zu erzeugen und uns da mitzunehmen. Und vielleicht sagt es manches Mal mehr aus, als eine politische Geschichte dazu zu hören, weil man ja empathisch mitfühlen kann. Das Meer in mir ist noch am Dienstag und Mittwoch in der Schwankhalle zu sehen.